Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf, vor allem, weil es schon länger her ist, dass ich vor Teilnehmerinnen und Teilnehmern referieren habe zu dürfen. Wie gesagt, Doris Hiller Baumgartner, bin freiberufliche Diätologin, hat jetzt da nichts mit Abnehmen klassischerweise zu tun, das ist nur ein ganz ein kleiner Teilbereich von Diätologinnen und Diätologen, bin seit über 20 Jahren selbstständig, einerseits im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung, das heißt in der Langzeitpflege. Der zweite große Baustein ist das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und der dritte große Baustein ist das Thema Sporternährung. Ich bin Gründungs- und Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Sporternährung, welche 2014 von Graz ausgehend gegründet und jetzt mittlerweile international anerkannt ist. 2014 war eigentlich für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, in Österreich gibt es keine Anlaufstelle für Sporternährung in Österreich. Wir haben auch deswegen diese Gründung forciert, weil das Thema No-Nah-Thema ist und weil sehr, sehr viele verschiedene Meinungen und Mythen kursieren in dem Bereich. Ich habe selber sehr lange bei den Fitnesstrainerinnen und Fitnesstrainern am WiFi Steiermark referiert und es ist schon immer erstaunlich, mit welchen Inputs die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gekommen sind. Da ist Ketogen noch die harmloseste Sporternährungsform oder der harmloseste Sporternährungsansatz. Und wir haben dann gesagt, eigentlich, was braucht es? Es braucht ein wissenschaftlich fundiertes Wissen, evidenzbasiert einerseits und andererseits die bezogene Umsetzbarkeit in der Praxis. Es hilft niemandem was und dafür setze ich mich immer sehr stark ein, das Wissen in die Praxis umsetzen zu können. Weil wenn ich jemanden, der 7-8 Stunden am Tag trainiert, vorgebe, er muss 7 Mahlzeiten am Tag essen und dafür bestenfalls sich eine halbe Stunde Zeit nehmen und davor noch selbst zu kochen und davor noch frisch seinen Garten zu bearbeiten und davor noch selbst irgendwie was anderes machen, wird er sagen, klingt super, würde ich auch gern tun, nur schlafen sollte ich auch noch irgendwie. Das heißt, für uns wichtig, und das bitte ganz, ganz eine entscheidende erste Information für Sie, glauben Sie nicht alles, was propagiert wird. Ich bin immer mittlerweile, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sage, ich lache zum Teil schon drüber, was in Medien verbreitet wird, das ist schon mal ganz ein Klassiker, wenn Kohlehydrate steht, ne? Kohlehydrate. Denke ich mir, super, ne? Der, was das geschrieben hat, weiß nicht einmal, dass das eine Kohlenstoffverbindung ist. Deswegen heißen sie ja Kohlenhydrate. Da plattelt man üblicherweise gleich einmal hinweg und schaut sich irgendwelche anderen Sachen an. Also seien Sie sehr achtsam, wenn es darum geht, was Ihnen Kolleginnen und Kollegen sagen. Das, was für den einen passt, das muss für den anderen nicht passen. Ich habe Sportlerinnen und Sportler kennengelernt, die können kurz vor einer Belastungseinheit noch überspitzt formuliert einen Bauernschmaus essen. Wenn ich das mache, finish ich nicht, weil ich nicht unbedingt eine sehr starke Magen-Darm-Verträglichkeit habe. Das heißt, ich brauche eigentlich eine Schonkost vor und während Belastung. Als Dritte, und da denke ich mir, da sind wir alle miteinander leider ein bisschen weggekommen, hurcht es auf euch ein Gefühl. Das Wissen und das Gespür, was man gut tut, das haben wir üblicherweise. Ich meine, ich esse seit 46 Jahren. Wer sollte mir noch was erzählen, unabhängig davon, dass ich Diätologin bin? Und ihr alle esst mehr wie 20 Jahre. Wer sollte euch was sagen, was euch schmeckt, was euch gut tut? Niemand außer ihr. Nur das Gespür, das Gefühl wird sehr häufig überdeckt von, ich darf so gern die Zauberformel wissen, ich darf so gern wissen, wie schafft er das, dass er das und das kann und ich nicht. Es gibt in der Sporternährung kein Zaubermittelchen. Es gibt auch keinen Jungbrunnen, nur das wird uns verkauft. Ich habe zu meiner zweiten Studiumsrichtung Wirtschaftswissenschaft mit Schwerpunkt Marketing studiert. Ich weiß, wie Werbung und Marketing funktioniert. Ich weiß, wie Nahrungsergänzungsmittel funktionieren. Ich weiß, wie klassische Sportgetränke funktionieren. Ich weiß, warum eine Emotion funktioniert. Römerquelle Emotion ist ein super Beispiel. Es ist 1,5% Fruchtsaft enthalten. Und wenn du da dann einmal die Kosten und die Nutzen anschaust, ist das lieb. Es ist ein Getränk mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Aber wenn du jetzt wirklich so bei den Preis anschaust, ja, da haben sie es im Marketing einfach gut gemacht.
Und das ist einfach das, bitte noch einmal, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, brauche ich ein wissenschaftlich fundiertes, evidenzbasiertes Wissen, das in der Praxis funktioniert, das für mein Gefühl auch passt. Und dann schaut man, und das nicht im Wettkampf. Ich habe Athleten kennengelernt, die haben das als erstes Mal im Wettkampf, man glaubt es kaum, ausprobiert. Und dann haben sie gesagt, das hat funktioniert. Quasi Klassiker, sie frühstücken jeden Tag ein gutes Roggenbrot mit ein bisschen Butter und entweder einen Fruchtaufstrich oder irgendwas Bekanntes und dann auch gerade am Wettkampftag essen sie ein Müsli. Warum? Da frühstücke ich das, was ich immer frühstücke, was mein Körper kennt. Oder ich überlege mir eine Ernährungsstrategie Wochen vor dem Wettkampf, die ich dann gezielt mache, die ich am Wettkampftag dann auch gleich mache. Das nächste, Leute haben teilweise bei Wettkämpfen Probleme mit dem Sportgetränkeanbieter, weil sie es gar nicht vorher getrunken haben. Wenn Sie einen Wettkampf machen möchten, erkundigen Sie sich bitte, wer der Anbieter des Sportgetränks oder der Sportgetränke ist. Und dann probieren Sie das, ob Ihnen das schmeckt. Und wenn Sie sagen, das kriege ich gar nicht obi oder das ist nicht mein Geschmack. Ich zum Beispiel habe mit Wettkämpfen insofern immer ein Problem gehabt, ich bin Kassierse. Ich habe irrsinnig gern Bekanntes. Und wenn du jetzt überlegst, ein Sportgetränk, eine Banane, ein Riegel, ein Gel, das ist immer Geschmacksrichtung in Wahrheit süß. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn du jetzt wirklich einen Ironman machst, 8,5, 9, 10, 12, 14 Stunden, süß, 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 ich hätte da gern zwischendurch wahrscheinlich gern was Bekanntes. Aber wenn es um das Getränk geht, erkundigen Sie sich, wer stellt das Getränk parat. Trinken Sie das vorher, probieren Sie es, achten Sie bitte auf den Reifegrad der Bananen. Ich habe bei Wettkämpfen die grünen Bananen liegen gesehen. Das ist nicht gut für einen Sportler. Ich habe beim 24-Stunden-Schwimmen in Bad Radkersburg 2019 im großen Zelt der Sportlerinnen und Sportler Dinge gesehen, wo ich mir gedacht habe, bist du narrisch. Da muss ich sagen, da müssen wir ein bisschen nachjustieren, ne? Was wir da so essen und trinken sollten. Und deswegen freue ich mich. Und Theresa, herzlichen Dank an dich für die großartige Vorab-Kooperation und Vorab-Organisation, dass wir heute eben gemeinsam diesen Let's Go Sportmontag verbringen dürfen. Ich weiß, es ist klein, aber ich werde auf die relevanten Punkte eingehen. Circa eine Stunde wird Sie jetzt ein Fachvortrag erwarten, wobei ich auch dazu sage, eine Stunde Sporternährung ist für mich schlimm. Normalerweise referiere ich zwei Tage dazu. Weil was machst du in einer Stunde Sporternährung? Jeder, der sich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat, und das denke ich, wenn ich so in die Runde schaue, werden viele von Ihnen getan haben, werden wissen, dass eine Stunde halt wirklich nur ein kurzes Thematisieren von Einzelthemen sein kann. Weil wenn ich jetzt da schon rein nur das Thema Kohlenhydrate hernehme, bräuchte es an und für sich 2 bis 3 Stunden. Thema Getränk, 1-2 Stunden. Ich möchte Ihnen einfach gern einen Überblick geben. Wir haben von der Österreichischen Gesellschaft vor 4 Jahren ein Buch herausgegeben, das nennt sich Lehrbuch der Sporternährung und hat 1196 Seiten. Das ist Sporternährung. Es ist auch nicht unbedingt groß geschrieben, gell? Nur damit Sie es wissen. 1196 Seiten Wissen zum Thema Sporternährung, nur damit man mal sich ein bisschen hineintasten kann. Ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit dem Thema Ernährung, ich weiß ein Bruchteil drüber. Würden wir das ganze Wissen aneinandergereiht hier in diesem tollen Ambiente, in der Location auflegen mit Büchern, wahrscheinlich reichert das Ganze da drinnen nicht. Das ist ein umfassbares Thema und es ist ein ganz individuelles Thema. Weil schon rein, warum ich esse, was ich esse, ist teilweise für mich selber gar nicht beantwortbar. Überlegen Sie einmal selber, warum esse ich eigentlich das, was ich esse? Weil ich so aufgewachsen bin? Weil ich eine Zukunftsperspektive anstrebe? Weil ich das gerne einmal ausprobieren möchte? Weil ich glaube, dass es gesund ist? Weil es von der Tagesstruktur her so möglich ist? Warum? Und das ist natürlich schon einmal eine sehr große Frage. Warum essen Sie jeden Tag das, was Sie essen? Einerseits geht es darum, was bestimmt jetzt das Thema Sporternährung, dass ich einmal die Bedeutung richtig einschätzen kann.
dass ich weiß, worum es da geht. Schauen Sie, wenn ich dreimal in der Woche eine Stunde laufen gehe, ist das super. Aber ich brauche keine Sporternährung. Wenn ich fünfmal in der Woche walken gehe, ist das super. Aber ich brauche keine Sporternährung. Einen Ansatz der Sporternährung brauche ich sehr wohl, wann immer ich etwas mache. Und das wäre schon, wenn ich 20 Längen schwimme. Was esse ich vorher? Was tut mir gut, bevor ich was tue? Aber die Sporternährung über die Variable Energie würde bedeuten, dass ich nur dann explizit den Schwerpunkt Sporternährung brauche, wenn ich mehr wie 5000 Kilokalorien brauche, nur aufgrund der sportlichen Betätigung pro Woche. Das heißt, wenn ich so viel an Bewegung, Sport mache und dadurch mehr wie um die 5000 Kalorien mehr Bedarf habe an Energie, dann würde man hergehen und sagen, wir verlassen den Bereich der allgemeinen Empfehlungen der gesamten Fachgesellschaften. Und bitte, ich muss mich ja an Fachgesellschaften halten. Wenn mir zu mir Leute kommen und sagen, ja, Ketogen, das ist jetzt das Neige, ne? Mit maximal 50 Gramm Kohlenhydrate, dann gehe ich her und sage, ja, wenn das dein Weg ist, dann mach es, aber es ist nicht fundiert durch auch irgendeine Fachgesellschaft. Wir haben die österreichische Gesellschaft für Ernährung, wir haben die deutsche Gesellschaft für Ernährung, wir haben die schweizerische Gesellschaft für Ernährungsforschung, wir haben die österreichische Gesellschaft für Sporternährung und keiner von dir vier sagt, Ketogen ist das die Lösung für alle Personen. Aber wenn das für dich dein Weg ist, dann probier es, dann mach es. Und da habe ich schon wirklich mit viel Leiden offen diskutiert. Es gibt Richtlinien für die Verteilung der Hauptnährstoffe. Und ich muss mich da als Expertin auf Fachgesellschaften beruhen. Ich kann jetzt da nicht hergehen und sagen, jo, ich bin jetzt da im Vorstand der Öchse, ich bin so gut. Ich gehe jetzt her und sage, na, mach mal so. Ich muss und wenn, müsste ich Studien machen. Das kann ich ja gar nicht. Müssen die ja dementsprechende, gut wissenschaftlich durchgeführte Studien machen, damit die wirklich sagen kann, naja, jetzt da werden wir das einmal publizieren, dann schauen wir mal, ob das überhaupt angenommen wird und. Also bitte, da müssen wir schon aufpassen. 5000 Kilokalorien Mehrbedarf, dann braucht es was anderes, was Zusätzliches, sage ich einmal. Wer vom Körper mehr verlangt, muss ihm auch mehr geben. Das ist relativ einfach. Beim Flüssigkeitsdefizit merkt man es, so an Tagen, wie es jetzt ist, ne? Wenn du so geschmeidig zwei Stunden was tust und nichts trinkst, merkst, hups, da ist jetzt aber heute ganz schön was ausgegangen. Ich habe Sportlerinnen, vor allem Sportler erlebt, die haben 1400 Milliliter Schweiß gebildet pro Stunde. Das müssen wir uns mal überlegen, ne? Wenn der drei Stunden was tut, was jetzt auch nicht so hardcore ist, sind das 4,5 Liter, ne? Das sind dann schon mehr wie die 2% des Körpergewichts. Ich habe auch, weil ich die Föstalpine Donnerwitz betreuen darf, der Hochofenarbeiter schwitzt teilweise noch mehr, wenn er alle dreiviertel Stunde zu mir geht zum Abstich. Der geht aber auch bitte mit den 9 Liter Mineralwasser rein in die 8-Stunden-Schicht. Ne? Ziel. Was ist eigentlich das Ziel von einer Sporternährung? Schauen wir uns dann in weiterer Folge an. Die gesamte Energiebilanz. Ich würde es mich nicht trauen, nur aufgrund eines Gesprächs mit der Teilnehmerin genau zu sagen, so einen Tagesenergiebedarf hat sie. Auch wenn ich die anthropometrischen Daten habe, nämlich Körpergewicht, Körpergröße, Alter, Geschlecht, Trainingsumfang. Ich kann sagen, ja, circa. Wenn, dann braucht es eine Leistungsdiagnostik. Eine seriös geführte Leistungsdiagnostik. Sicher, man kann immer hergehen und sagen, naja, schätzen wir mal ein, probier. Wenn du zunimmst, war es ein bisschen zu viel. Ne? Wenn du abnimmst, war es ein bisschen zu wenig, was ich da geschätzt habe. Ja, kann man alles machen. Ne? Üblicherweise hat man das sehr gut selber im Gefühl, was passt. Aber von der Energiebilanz her, da braucht es schon wirklich eine ganz, ganz gute Zugangsweise. Das Thema Kohlenhydrate, das Thema Eiweiß, Protein, Fette, eben wie gesagt, das ganze Thema der Nährstoffverteilung. Wie viele Vitamine haben wir? Das sind jetzt die Fettsäuren. Nein. Bitte Vitamine, wasserlöslich und die fettlöslichen?
Aber wie viele Vitamine haben wir denn, die essentiell für uns Menschen sind? Mit Ausnahme von Vitamin D in den Sommermonaten. Aber nehmen wir jetzt das Vitamin D dazu. Wie viele Vitamine haben wir denn überhaupt, die wir brauchen? Zählen schon welche mit den Fingern, das gefällt mir mal. Ja, schätz. 22. Ist schon gut. Weniger? Es sind nicht so viele. Super, 13. Vitamine der B-Gruppe sind 8. Und dann haben wir noch Beta-Carotin, Vitamin A, Vitamin C, ganz, ganz wichtige Antioxidanz oder antioxidativ wirksame Mikronährstoff, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K. So, 13. Das ist überschaubar. Sag ich dann das, ist überschaubar. Wie viele Mineralstoffe brauchen wir, die ja anorganisch sind? Alles andere ist ja organisch. Übrigens, Spurenelemente sind Mineralstoffe, gell? Weil Mineralstoffe werden eingeteilt in Mengenelemente und Spurenelemente. Je nach Vorkommen. Schätzen Sie, es geht nur ums Einigspieren. Weil wir haben 6 verschiedene Stoffe, auf die der Körper angewiesen ist. Eigentlich auf Energie, die wird zugeführt durch Kohlenhydrate und Fette. Und wenn davon eins oder beide fehlen, dann kann er auch auf Eiweiß zurückgreifen als Energiequelle. Dann brauchen wir Vitamine, davon gibt es 13. Ich nehme jetzt Vitamin dazu. Dann brauchen wir Mineralstoffe, davon gibt es 17. Und das Wichtigste ist Flüssigkeit, eigentlich Wasser. Man müsste eigentlich Wasser sagen. Mein Körper reicht Wasser. Außer im Sport, wenn ich mehr schwitze, als ich durch Wasser resorbieren kann. Wasser ist ein super Getränk. Vor allem unser österreichisches Wasser. Das Grazer Trinkwasser kann mitunter gleich viel gelöste Mineralstoffe haben wie sehr günstige Mineralwasseranbieter. Trinken Sie bitte unser gutes österreichisches Wasser. Ganz eine wichtige Information. Das heißt, wir haben Energie und das Interessante, das finde ich dann immer so spannend, jetzt geht der Körper her und sagt, ich mache einfach aus der chemischen Energie, die ich da kriege, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff im Eiweiß, da mache ich dann einfach mechanische Energie. Ich könnte Ihnen jetzt den ganzen Hydratzyklus erklären, nur bitte, ich meine, ich bin Diätologin. Mich interessiert das Essen und das Trinken. Wenn ich sage, das ist biochemisch interessant, dann gehe ich zu einem Biochemiker oder ich gehe zu einem Sportphysiologen oder ich gehe zu einem Sportwissenschaftler oder wie immer bitte ihn dazu. Ich bin Diätologin. Ich spreche über Lebensmittel und Getränke. Nämlich, wo habe ich zum Beispiel viel Vitamin C? Wo habe ich viel Vitamin C? Was ist eine super Vitamin C-Quelle? Das wächst dort alles leider nicht bei uns, ne? Noch nicht. Beeren. Alle Formen von Beeren. Bitte, wie haben denn die Leute bis vor 50 leicht überlebt? Ohne Orangen, Mandarinen, Kiwi. Beeren. Riebissel. Schwarzbär. Preiselbär. Himbeer. Stachelbär. Fermentiertes. Klassiker, Sauerkraut, reife Paprika. Der grüne Paprika, üblicherweise im Supermarkt, ist ja noch ein bisschen unreif. Gell? Deswegen im Sport nicht geeignet, weil du hast stundenlang noch was davon, wenn es denn vor einer Belastungseinheit gegessen hast, genauso wie bei einer Gurke. Ne? Also wenn ich so ein gepflegtes grünes Paprikabrot esse, ja, dann druckt es und mattert es mich. Interessanterweise bei vielen anderen Gemüsesorten findet das nicht statt. Paprikafrüchte, dann haben wir die ganzen Beeren, dann alles, was Kraut, Kohl ist. Gut, das würde ich vorher nicht essen, das schauen wir uns dann an, aber Kräuter. Deswegen wachsen ja im Frühjahr dann so viele Vitamin C-Quellen, weil unsere Depots über den Winter halt abgenommen haben. Eigentlich sollte man, zur Supplementation komme ich dann noch, Frühjahr, Sommer, Herbst, da schüttet die Natur ihr Füllhorn aus. Da haue ich mal so richtig meine ganzen Depots voll. Ich hoffe, ich darf so ein bisschen in einer lapsigen Form sprechen mit Ihnen, aber ich bin so, das ist mein Referierstil. Und dann ab November, Dezember geht der Körper an und sagt, naja, okay, ein bisschen weniger, okay. Und natürlich kann man im Jänner, Februar mal einen Vitamin-D-Status machen. Vor allem, wenn in meiner Familie vielleicht Osteoporose schon ein Thema war. Und dann geht man her und dafür gibt es dann Ärztinnen und Ärzte, die dann das einschätzen können, was habe ich im Blut, was soll ich haben, sprich ist, soll. Und wenn das halt ziemlich weit auseinander liegt, dann sollte man auf eine gute Nahrungsergänzung zurückgreifen. Ich kann ja nicht so an jeden Nahrungsergänzung was sagen, es gibt tausende von Anbietern weltweit.
in Österreich auch gar nicht mehr so wenig, wenn Sie sich jetzt einmal nur das Apothekensortiment anschauen und dann schauen Sie mal, was man sich alles im Internet bestellen kann, naja, da wird es dann lustig. Wir von der Ökse hätten eigentlich schon wirklich gern ein Gütesiegel für Nahrungsergänzungen, die wirklich mit evidenzbasierter Studienlage nachweisen können, dass es dem Körper dienlich ist. Ja. Also da sieht man schon, da geht es aber eh ganz schön dann schon zum Thema. Wovon wird jetzt die Sporternährung abhängig sein? Wofür wird es abhängig sein, was jemand essen und trinken soll? Na ja, natürlich einmal von der Sportart. Ausdauer, Kraftausdauer, Kraft. Wenn Sie mich anschauen, ich bin nie eine Ausdauersportlerin gewesen und werde es auch nie sein. Ich war immer eine Kraft-Ausdauersportlerin. Tennis, Leichtathletik, Schwimmen. Das ist einmal so die Grundkonstitution. Aber es ist schon mal nur die Sportart per se einschätzbar. Ausdauer, Kraftausdauer, Kraft. Interessanterweise ist es nicht per se so, dass der Kraftsportler immer das meiste Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht braucht. Damit können Sie immer recht gut kontrollieren, ob Sie jemand auskennt. Mit der Frage, gell, der Kraftsportler braucht von allen Sportdisziplinen ausgehend den höchsten Anteil an Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Stimmt nicht, es sind die Ultra-Ausdauersportarten, Race Across America und Co. Die haben so einen hohen Verschleiß, dass die in Gramm pro Kilogramm Körperbereich über dem Aufbau des Kraftsportlers liegen können. Wobei alles, was über 2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist, ist ein No-Go. Auf längere Frist gesehen. Wenn ich dann schaue, vor allem, das ist auch wieder so im Fitnessbereich sehr beliebt, 40 Decker Buttenfleisch, das sind halt zwei so größere Steaks und hinten noch ein Eiweißshake, denke ich mir, wozu? Wozu macht er das? Schon rein übers Fleisch sind es 90 Gramm Eiweiß. Weil Fleisch, und das gefällt mir auch immer, Buttenfleisch, mager ist mager. Ob das ein Schweinemuskel ist, weil wir essen ja, wenn es mager ist, ein Muskelfleisch, ne? Ob das ein Geflügel ist, ob das Kalb oder Rind ist, jetzt nehme ich die drei Klassiker her, mager ist mager, 3-5% Fett. Und da finde ich das immer spannend, wenn die Leute sagen, ja, Buttenschinken. Sag ich, naja, ich meine, ein Schweineschinken, hast du das Gefühl, dass der 20 Gramm Fett hat? Und das ist der Bauchspeck. Aber mager ist mager. Es muss, wenn man natürlich jetzt hergeht und sagt, naja, aber das geht schnell. Ja, sicher, aus einem Buttenschnitzel was gemacht. Ich meine, das schafft wahrscheinlich wirklich mittlerweile mit dem Fett, was Blasen schlägt, wenn es heiß ist. Ein mündiger Mensch, der wählen darf. Wahrscheinlich auch, aber ich sage einmal, es müsste nicht unbedingt das Buttenfleisch sein, schon gar nicht in der Qualität, wie es zurzeit am Markt erhältlich ist, um 4-5 Euro der Kilo. Ja, da müsste ich mir schon eine gute Qualität suchen, weil eins sollte in der Sporternährung schon Thema sein, die gute Lebensmittelqualität. Bestmöglich in der höchsten Qualitätsschiene. Weil es bringt mir nichts, wenn ich als Sportlerin, ein Sportler Lebensmittel esse, die zwar schon per se natürlich die Inhaltsstoffe haben, das kann man sich eh alles anschauen, was in einem Buttenfleisch, in einem Schweinefleisch, aber wenn da natürlich dementsprechende Zusatzstoffe auch noch enthalten sind, ich meine, in Österreich sind über 300 Zusatzstoffe zugelassen, sogenannte E-Nummern, wovon da schon welche dabei sind, wenn es da Natriumnitrit, ist sehr gern in Fleischwaren enthalten, Bildung von krebserregenden Nitrosaminen, ja, muss man halt dann selber entscheiden. Ne? Also man könnte ja auch, wenn man sagt, ja, aber Salzjausen ist das schon super. Jetzt werden es wahrscheinlich alle sagen, was hab's denn da vorne hingestellt? Wenn ich ein mageres Karree ins Rohr schiebe und quasi einen Schweinsbraten mache, ja, weil Schweinsbraten ist ja ungesund. Wieso? Wieso? Wenn das ein mageres Stück Fleisch von einem gut gefütterten Schwein ist, mit Kümmel, und das schneide ich mir dann kalt auf, ist es nicht doch vielleicht besser als ein Schinken, der aus mehr besteht als wie aus Muskelfleisch? Denken Sie drüber nach. Sie müssen sich heute Ihre Antworten bestenfalls selber geben. Ich rege nur an, ich gebe Ihnen schon Fakten, aber Sie nehmen Sie bitte das mit, was Sie sagen, eigentlich, Sie sagen, das habe ich noch nie gedacht. Das könnte ich ja vielleicht einmal ausprobieren. Also die Sportart, Alter, Body Composition. Body Composition ist eine fundierte Analyse der Körperzusammensetzung, auch die Waage, ja, lieb.
kann ich natürlich zwei Personen herstellen mit jeweils 70 Kilo, gleiche Körpergröße, gleiches Alter und die sagen, nein, die haben beide niemals beide das gleiche Gewicht. Doch, es kann sein. Aber die Waage ist halt ein gutes Instrument, um sich zu kontrollieren. Ja, aber es geht so schnell, dass ich mehr wie 2 Kilo wiege, was nicht per se Körperfett sein muss. Und es kann so schnell gehen, dass ich heute 1 Kilo weniger habe als gestern, was auch nicht per se das Dahinschmelzen meiner Fettdepots sein kann und muss, dass ich sage, hey, wir sind Lebewesen. Und eine Schwankungsbreite von 3, 4 Kilo werde ich mir doch als Lebewesen wohl vergönnen. Noch einmal, ich bin Diätologin, ich betreue Seniorenheime, ich sehe alte Menschen. Mir ist das oft ein bisschen zu viel mit dem alles optimieren und wir müssen und wir müssen. Es darf nicht krank sein. Der Mensch hat immer Gesundheit angestrebt. Gesundheit. Ja? Und da gibt es Bereiche, da habe ich gesunde Werte. Und dann gibt es Bereiche, wo ich drunter oder drüber liege. Trainingszustand, Umfang, Intensität, die spezifisch dynamische Wirkung von Lebensmitteln, das Ziel oder die Ziele der Person. Warum mache ich überhaupt Sport? Gibt es ja ganz viele verschiedene Motivationen und Ziele. Die klimatischen Außenbedingungen, die nicht bitte und zum Unterschätzen sind. Und die praktische Umsetzbarkeit, die mir wirklich total wichtig ist. Jetzt habe ich für Sie heute, wobei da ist ein bisschen was passiert beim Umstellen von meinem Rechner auf den, mit Stand 12. Juli, ich mache nämlich immer tagesaktuell die Präsentation, Sie werden es nicht glauben, ich bin heute noch Vormittag gesessen. Und habe Ihnen einmal ausgesucht in einer klassischen Suchmaschine im Internet, weil ich habe bitte den Eindruck, dass sehr viele Menschen das Internet als Wissensplattform nutzen. Das kann ich schon tun, nur ich muss mich auskennen. Das Internet ist gut. Ich finde da unglaublich viel, auch ich. Nur ich muss mich auskennen, damit ich das deuten kann, ob das ja gut oder schlecht ist, ganz einfach. Wenn ich Sporternährung eingebe, heute waren 1.170.000 Ergebnisse. Dann habe ich eingegeben Ernährungspyramide, 268.000 Ergebnisse. Ja, da wünsche ich Ihnen auch wieder viel Vergnügen, können Sie dann vergleichen. Ne? Was könnte da passen? Ah, der ist sicher richtig, den nehme ich, da ist ganz viel Süßes unten. Nein, so eine gibt es leider gar nicht, aber es gibt definitiv Verschiebungen innerhalb der Ernährungspyramiden, nämlich die österreichische zum Beispiel hat als Basis Nona die Flüssigkeit und dann kommt bereits Gemüse und Obst. Ich erwähne wirklich Gemüse an erster Stelle. Es sind nach wie vor 5 Portionen, wobei nicht irgendwelche Portionen, eine Faustvoll. Ne? Wer eine Portion, es können wirklich 3, 4 Portionen Gemüse sein und 1 Portion Obst. Mir tut es halt weh, wenn Leute sagen, Obst, um Gottes Willen, so viel Fructose. Sag ich, wie hat denn leicht ein Apfel? Ja, wissen wir schon nicht mehr, ne? Wissen wir schon nicht mehr. Aber Apfel, Fructose, aber. Ja, was fällt denn bei uns im Herbst vom Baum? Papaya? Ananas? Die super für die Fettverbrennung sind? Die Mango? Die Kiwi? Ja, die Kiwi ist mittlerweile schon. Aber klassischerweise der steirische Apfel. Und wissen Sie, wie viel Fructose er hat? Zwischen 7 und 8 Gramm. Wenn ihr klassische Nährstoffverteilung hernehme mit 2000 Kilokalorien, da sind Sie zum Teil weit drüber, ich habe schon ein bisschen die Runde gecheckt, aber nehmen wir 2000 Kilokalorien her pro Tag, Tagesenergiebedarf, und davon 50-55% Kohlenhydrate, dann reden wir von 250-270 Gramm Kohlenhydrate, wo die Fructose ja dazugehört. Das heißt, davon 7 Gramm, hey, ja, natürlich. Und wenn ich hergehe und sage, nein, ich weiß nicht, der tut mir nicht so gut, ja, dann esse ich ein Apfelkompott vorher. Oder ein paar Löffel Apfelmus. Oder, wirklich so erwähnenswert sind die Beeren. Glauben Sie mir, die Beeren werden Sie immer wieder begleiten, die heimischen Beeren. Inwiefern die Goji-Beeren empfehlenswert sind, Sie können sich mit dem Thema Pestizidrückstand und Goji-Beeren einmal auseinandersetzen. Dann haben wir das Thema Diät, 16.500.000, Sportgetränk 127.000, finde ich nämlich auch interessant, dass das vergleichsweise wenig ist, Low Carb
Was heißt denn überhaupt Low Carb? Naja, Carbohydrates, ne? Carbohydrates sind auf Englisch die Kohlenhydrate, das heißt low, low, wenig. Definiert, jetzt habe ich Ihnen gesagt, 2000 Kilokalorien Tagesenergiebedarf, roundabout 250 Gramm wären das, was die Fachgesellschaften empfehlen. Low Carb würde bedeuten 100, 120 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Das ist die Hälfte von der klassischen Empfehlung. Ketogen ist unter 50 Gramm. Das heißt, ein Fünftel von dem, was alle Fachgesellschaften empfehlen. Gluten, das Klebereiweiß, wo enthalten? Geht's viel herum, nage. Weizen? Naja, Mehl. Im Kastanienmehl nicht. Im Hanfmehl auch nicht. Im Bananenmehl auch nicht. Klassische Getreide, Roggen, Weizen, Dinkel, Hafer, ein bisschen. Das Urkorn, die Urform ist der Urweizen. Vor 7.000, 8.000 Jahren in Europa als Hauptnahrungsquelle auserkoren worden. Gegenüber den anderen Kontinenten, wo Wurzelwerk vorgeherrscht hat oder Reis oder Knollen. Ja? Aber wir hier primär Getreide, Sesshaft und so weiter. Das ist jetzt eine eigene paläontologische Vorgeschichte. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Grünkern, das ist der unreife Dinkel und dann die sehr alten Kornformen, die sehr in ihrem Ursprung belassen wurden. Kamut, Emma, Einkorn. Übrigens sehr empfehlenswert, die drei letztgenannten können alles damit machen. Der Weizen wurde verändert in seinem Aufbau. Ich möchte nicht werten, ob gut oder schlecht. Ich persönlich esse selbstgebackenes Roggen, Emma, Sauerteigbrot, backe ich selber, geht relativ schnell. Man muss sich nur drüber trauen, am Anfang mit dem Sauerteig. Hafer und Haferflocken, ein unglaublich tolles Lebensmittel. Ja? Aber da in diesen genannten ist Gluten. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Grünkern, Dinkel und die drei, Kamut, Emma, Einkorn. Wo Gluten nicht enthalten ist, ist Hirse, Buchweizen, obwohl der Weizen als ein Wort drinnen hat, Buchweizen, Polenta, das wäre jetzt das Heimische und nicht heimisch, aber auch als gutes Korn erwähnenswert, ist Reis, Quinoa und Amaranth. Quinoa deswegen sehr interessant, weil es einen unglaublich hohen Lysinwert hat, eine sehr bedeutsame Aminosäure in der Sporternährung. Für mich auch bedeutsam in der Altersernährung, weil das meistens Mickey-Maus-Esser sind. Das heißt, der alte Mensch isst meistens nur mehr kleine Portionen und da musst du viel rein tun. Und da besticht der Quinoa, wächst nur leider nicht bei uns. Nur ich gehe her und sage, vielleicht ist es besser, wir kaufen einen halben Kilo Quinoa einmal im Monat und machen lässige Sachen damit. Und ich habe aber nicht unbedingt die Papaya, Ananas und ich weiß nicht wo, so ist auch noch aus den anderen Ländern. Ich bin schon der Meinung, diese ethische Grundlage sollten wir in der Sporternährung nicht verlassen. Aber der Quinoa ist ein ganz tolles Produkt. Schwemmen Sie bitte Hass ab, waschen Sie, kochen Sie wie Reis, 1:2 ist ein Teil Quinoa. Und Sie können alles damit machen. Vom Auflauf über eine Suppeneinlage, ich esse zum Beispiel total viel Quinoa, es sind Suppeneinlage statt die Suppennudeln oder Frittaten. Ein bisschen Gemüse dazu und passt schon, das ist total gut. Leibchen, pikant, Leibchen süß, Sie können es als Art Müsli nehmen, Sie können es vegan essen. Ich habe mich sehr intensiv mit der veganen Ernährung auseinandergesetzt. Es ist möglich, sich sehr ausgewogen vegan zu ernähren, nur ich muss mich unglaublich stark damit auseinandersetzen. Ich muss mich gut damit auseinandersetzen und da ist sicher Quinoa ein sehr gutes Lebensmittel. Also, Lernerfolgskontrolle, Gluten, Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Grünkern, Dinkel, Kamut, Emmer, Einkorn. Und dann haben wir die heimischen Hirse, Buchweizen, Polenta. Super, greifen uns da hin. Und international Reis, Quinoa, Amaranth. Amaranth ist so ein bisschen ähnlich wie der Quinoa. Aber 331 Millionen Einträge in den Supermärkten, mittlerweile Regale, noch und nöcher. Übrigens, es gibt sehr viele, prozentuell einen sehr hohen Anteil Personen, die glutenfreie Lebensmittel kaufen
ohne dass sie es benötigen. Es gibt sehr viele Personen, die laktosefreie Produkte kaufen, ohne dass sie es brauchen. Ja, meine Entscheidung, ne? Wenn ich gern Eier kaufe. Ja. Ich meine, wenn ich was kaufe, was ich nicht brauche, was teurer ist, ja, kann man tun. Kann man tun. Nahrungsergänzungsmittel. Und als internationales Wort Supplements, 343 Millionen Einträge, da werde ich mein Lebtag nicht fertig, das durchzuschauen. Ich wäre nicht einmal fertig beim ersten Thema. Also, dient es als Quelle? Wenn ich mich auskenne. Ziele der Sporternährung, bitte, und das ist mir schon besonders wichtig. Wir in der Ökse und ich auch als freiberufliche Diätologin setzen mich immer für die Gesundheit der Person ein, weil nur ein gesunder Sportler, eine gesunde Sportlerin kann trainieren. Was bringt mir das, wenn ich jetzt eine Ernährungsform wähle, die wunderbar passieren und die mich aber irgendwie krank machen? Ja, super, ne? Also in der Sporternährung ist einmal das Überdach die Gesunderhaltung der Sportlerin oder des Sportlers. Vermeidung von Nährstoffdefiziten. Ich habe schon gesagt, wer vom Körper mehr abverlangt, muss ja mehr geben. Ich muss ja wissen, was. Ich meine, ich kann es jetzt da so aufziehen oder so aufziehen. Ich kann hergehen und sagen, naja, was easy? Und das berechnen. Und dann schauen, was brauchen die. Das passt für manche. Und andere, ich meine, es gibt Sportlerinnen und Sportler, zu denen brauche ich nur gern hergehen und sagen, das tue. Und der tut das. Da schert nichts aus. Und dann gibt es halt Sportlerinnen und Sportler, die sagen, und geh her und sag, dann tu mal, schreib mal mit, ich schau mal, auf was du kommst. Und dann hast du schwarz auf weiß. Ne? Das heißt, ich kann hergehen und sagen, tu, is, schreib mit, machen wir eine Verzehrsanalyse, berechnen wir es aber, was du isst. Und vergleichen wir mit Soll, oder ich gehe her und sage, das ist dein Soll, so bitte frühstücken, vormittagsjausen, Mittagessen, Nachmittagsjausen, Abendessen, 5-Mahlzeiten-Prinzip, oder wenn du sagst, du bist der 3-Mahlzeiten-Esser, setz mal so um. Wenn das natürlich eine Person ist, die sagt, ja, aber das Intervallfasten, das ist jetzt so interessant, das möchte ich gerne machen, sage ich, naja, okay, dann wann darf man denn essen? Ja, frühstücken kann ich auslassen, von 12 bis 8 wäre super, weil am Abend ist ich schon gern. Dann muss man sich halt schon überlegen, dass man in 8 Stunden halt mehr wie 90 Gramm Eiweiß nicht zuführen wird, weil wir den limitierenden Eiweißresorptionscharakter haben. Das heißt, wenn ich 150 Gramm Eiweiß pro Tag brauche, würde ich mit drei Mahlzeiten nicht durchkommen. Das heißt, das Intervallfasten funktioniert zwar da schon, aber ich muss halt alle 1,5 bis 2 Stunden was essen. Also das sind halt alles so Sachen, die sind schon wichtig. Ich zum Beispiel, ich bin ein Kamö, ich kann unglaublich viel essen und dann brauche ich 6-7 Stunden nichts. Meine Schwester braucht alle 2-3 Stunden eine kleine Mahlzeit. Optimierung von Trainingszeiten und Regeneration, hinauszögern bzw. verringern und vermeiden von Ermüdungserscheinungen während der Belastung, aber natürlich auch nach schweren Trainingsphasen. Wenn ich sage, morgen schaue ich einmal, was geht, ist ein bisschen kühler, 28 Grad, morgen schaue ich mal, was geht. Und ich brauche dann 14 Tage, bis ich mich regeneriert habe, gell? Ja, hat man das genau was gebracht, nämlich, dass ich geschaut habe, was circa geht momentan. Ne? Unterstützung metabolischer Anpassungsprozesse und Optimierung des Körpergewichts, wenn erforderlich im Sport. Es gibt ja Sportarten mit Gewichtsklassen. Da spielt natürlich die Waage ein entscheidendes Element. Und der Körperzusammensetzung. Und die Verletzungsprophylaxe, ganz ein wichtiger Aspekt. Glauben Sie mir eins, ich hab viel darüber nachgedacht, wie man das Verletzungsthema im alpinen Skisport mit Ernährung unterstützen kann und könnte. Da gab es schon Beispiele. Vor allem, es gibt natürlich Ansätze, wenn du schaust, was so im Nachwuchsskisport bei klassischen Trainingseinheiten und Rennern als Eisen angeboten wird, dann denke ich mir, das ist genau nicht das, wie Sporternährung stattfinden soll. Es ist ja auch so, nach wie vor gehen Trainerinnen und Trainer von U-Fußballmannschaften nachher zum Mäcki als Belohnung. Ist gang und gäbe. Ja,
Entschuldigung, dass ich jetzt so hart sage, da hat der Trainer oder die Trainerin nichts verstanden. Als Belohnung nämlich. Da hat das, schauen Sie mal, wer die großen Geldgeber sind in der Sporternährung. Ja, ist halt so. Und natürlich, wenn dann der Jugendliche oder sagen wir mal überhaupt der 8- bis 10-Jährige die klassischen Getränkeanbieter im Sportsegment sieht, in der Werbung, ja, und dann noch der Trainer oder die Trainerin zu dem großen Fastfood-Anbieter geht, ne, dann ja, du hast halt schon ein bisschen schwerer, wenn du denen dann erklären willst, dass das nicht richtig ist. Wieso? Der Trainer macht das auch mit uns. Okay. Da bist schon, da hat er schon zwei so, wo er nicht weiß, hey, wer könnte recht haben. Wenn ich mir noch vorstelle, als Kind, ich habe oft darüber nachgedacht, da streiten jetzt zwei, wer von den zwei hat denn recht? Die Phasen. Also Sie sehen schon, wir nähern uns immer mehr. Wir haben die Trainingsaufbauphase, das ist die Basisernährung. Da gilt das, was klassisch in der ausgewogenen Ernährung empfohlen wird. Und die Semmel ist per se nicht schlecht. Ich finde es lieb, dass die Semmel als ungesund bezeichnet wird. Bitte, wir haben zwei Säulen. Das ist die Gesundheit, die Salutogenese, Genese, Entstehung von der Gesundheit. Das heißt, was erhält gesund? Oder wie kann Gesundheit zurückerlangt werden? Und dann haben wir Krankheit. Wir kommen ja quasi als Dacho auf die Welt, ne? Gesundheit, Krankheit und dazwischen schlägt unser Dachonodel hin und her und hin und her und hin und her. Und eigentlich wäre es ziemlich gescheit und vernünftig, mit seinem eigenen Verhalten die Nodel eher da zu halten. Das Blöde ist halt, dass wir Menschen sind, gell, keine Maschinen. Dass halt der Genuss und das Menschsein, so wie gestern am Abend, Finale, da werden manche schon Ernährungsverhalten und Trinkverhalten gehabt haben. Ich sage jetzt einmal ein paar hundert Kilometer südlich von uns. Was sagst du? Ja, Mensch! Ja, hey, das ist es ja auch. Wir sind ja Menschen. Und ich plädiere dafür, dass Sportlerinnen und Sportler das dürfen. Das sind Menschen mit besonderen Talenten und Begabungen. Aber Gesundheit und Krankheit und Vernunft bedeutet für mich, dass ich den Nadel da drüben halte. Ja? Natürlich die Verhältnisse, das Leben per se, das Umfeld vergibt natürlich auch ab und zu seine Wellen. Ja? Und dann kann die Nadel einmal umgehen, aber da kann die Ernährung ein unglaublich wichtiger Faktor sein. Basisernährung. Dann haben wir die Vorwettkampfphase, Tapering-Phase, die variiert. Je nachdem, was ich, bitte, das wäre jetzt da wirklich die Vorwettkampfphase, das variiert nach Wettkampf, Sportart, nach wie viele Wettkämpfe habe ich schon gemacht, was sind meine persönlichen Erfahrungswerte. Ich würde dafür sorgen, dass man sagt, erster Wettkampf, mindestens 8 Wochen Tapering-Phase. Wenn ich schon ein paar Mal einen Marathon gelaufen bin, ein paar Mal irgendeinen Kampfsport betrieben habe, dann kann die Phase auch kürzer sein, weil ich ja schon weiß, was ich brauche vorher. Dann habe ich die Wettkampfphase am Tag. Ich war einmal mit einem Sportler direkt beim Ironman in Klagenfurt dabei, vom Aufstehen bis zum Finish. Und ich meine, um 4 in der Früh aufstehen, ist ja ein bisschen mal was anderes. Ne? Also, außer man steht jeden Tag um 4 auf. Aber die ganze Vorbereitung und dann natürlich, und das darf ich auch nicht unterschätzen, die Aufgeregtheit. Ich habe nicht so viele Wettkämpfe in meinem Leben gemacht, aber mir hat es vorher fast schon die Pumpen rausgehauen, bevor ich einen Schritt gemacht habe, weil ich so aufgeregt war. Weil man muss ja, jetzt gehe ich lockerer heran, weil man denkt, ich muss niemandem was beweisen, ich weiß ja selber, was ich circa kann. Ja. Also, aber da mit 20, ja, oder mit 14 ein großes Tennisturnier, da hat man fast den Schläger schon rausgehauen, bevor ich überhaupt einmal aufgeschlagen habe. Da habe ich übrigens auch den ersten Kardinalfehler gemacht, da habe ich, sag die Marken, ist es da gleich geholt, nach dem ersten Satz, Krämpf gekriegt, dass ich fast nicht mehr aufschlagen habe können. Also das war eine Erfahrung, die ja, mir gezeigt hat, was auch passieren kann. Und nach Wettkampfphase, wie gesagt, Regeneration, ganz wichtig. Da darf ich, hoppala, da, na, bin da ein bisschen, warte, gleich, jetzt bin ich aber ein bisschen durcheinander, warten Sie, jetzt haben wir schon. Das ist nämlich ein anderer Presenter, wie ich ihn gewohnt bin. Aber da darf man gleich eine Lernerfolgskontrolle einstreuen. Bin gleich soweit.
da darf ich bei weitem weniger, als ich da darf, bei der Wettkampfphase dann und in der Regenerationsphase. Ich verstehe jetzt nicht, warum das dort so umspringt, das tut mir leid. Das ist jetzt nicht mein... Warten Sie gleich. Es tut mir jetzt leid, ich weiß nicht, warum das jetzt da so spinnt. So. Wir haben jetzt gesagt, okay, Sportart, Trainingszustand, Ziel der Person, warum betreibt sie Sport? Die ganze Phase, wo bin ich? Bin ich in der Basisernährung, bin ich in der Vorwettkampfphase, bin ich in der Regenerationsphase? Und dann ist natürlich noch wichtig die Individualität. Da ist auch noch nicht für jeden von Ihnen niedergeschrieben, wie ich sie und er genau tun soll. Das braucht trotzdem das eigene Ausprobieren. Ich weiß schon, wissen Sie, wie viele Leute sich von mir gewünscht hätten, ein kleines Bierchen, wo ich sage, du gib mir das, mein Laptop, gell, das passt dann so, wenn ich so tue. Das geht nicht. Ich bin auch keine Zauberin und auch keine Wunderwuzi. Gemeinsam kann man versuchen, eine Ernährungsstrategie zu finden, die aber sehr individuell sein kann und vor allem muss. Und wenn wir da noch mal schauen, es hat mit dieser Verzehranalyse zu tun und mit der Bewertung der aktuellen Aufnahme, mit den anthropometrischen Daten, Body Composition und Co., mit der detaillierten Angabe zum Training, nämlich das Ausmaß, Rahmenbedingungen, Wochentrainingsplan, Makrozyklus und so weiter, die leistungsdiagnostischen Untersuchungsergebnisse, bestenfalls ein Blutlaborbefund und dann noch, wenn der Nahrungsergänzungen nimmt. Da gibt es nämlich ein Risk Assessment. Aus meiner Sicht wird zu schnell zu einer Nahrungsergänzung gegriffen. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ob Sie es brauchen. Es kann Ihnen nur eine Diagnostik sagen. Ich meine, nehmen tue ich dann was, wenn ich einen Mangel habe. Ne? Und dann haben wir im Endeffekt die Soll-Situation, habe ich auch schon mit den gesamten Bedarfszahlen im Soll-Bereich. Die Individualität geht dann noch weiter. Ich habe sie ganz im Einstieg in den ersten Sätzen schon gesagt, warum esse ich, was ich esse. Das ist nämlich das konkrete Ernährungsverhalten. Das hat mit meinen persönlichen Einstellungen zu tun. Ist mir Essen und Trinken überhaupt wichtig? Es gibt Personen, die sagen, naja, es ist halt ein Übel, müssen dann mal halt. Ich persönlich esse extrem gern. Für mich ist Essen eines der schönsten Sachen des Lebens. Die Emotionen, bin ich ein Lustesser, ein Frustesser, ein Nichtesser, wenn es mir nicht gut geht, ein Stressesser. Gibt es ganz viele Faktoren. Das Wissen um das, was ich mache, ja? Die genetischen Faktoren, bin ich ein Windhund, bin ich wie ihr ein Golden Retriever. Der Windhund ist der klassische Ausdauersportler. Die Kultur, wo ich aufgewachsen bin, die Erziehung, die Religion, die soziale Lage, die familiären Traditionen, die Arbeitsbedingungen, die Tageszeit, die Uhrzeit. Also Sie sehen, da ist schon wirklich die Individualität ein großes Thema. Das heißt, zusammengefasst, was brauche ich? Ist der individuelle Bedarf? Was kann ich auf Dauer umsetzen? Was macht man auf Dauer Freude? Schlagen Sie immer nur dann eine Ernährungsstrategie ein, die Sie auf Dauer zu einem freudvollen Leben bringt. Alles andere werden Sie eine kurze Zeit machen, probieren Sie es aus, machen Sie es, wenn Sie sagen, naja, dauert eh nur einen Monat, dann mache ich es halt einen Monat in der Vorwettkampfphase. Aber ich glaube, wichtig wäre es, dass auch jeder Mensch sagt, das ist jetzt eine Ernährungsform und Weise, die funktioniert beim Sport, aber die taugt mir. Die taugt mir. Die kann ich auf Dauer machen. Optimalerweise übrigens sogar im Urlaub. Weil viele Dinge funktionieren im Urlaub nicht. Die von manchen Personen gemacht werden. Ich sage, du hast das im Urlaub, da bist du im Urlaub, mache ich das nicht. Habe ich schon gehört. Da und dann wieder einfinden nach dem Urlaub, puh, das weiß ich nicht. Und welche zeitlichen Komponenten stehen zur Verfügung? Tagesstruktur, Ablauf, was glauben Sie? Ich meine, ich weiß nicht, ob unter uns eine Person ist mit Schichtarbeit, als Einsatzperson oder auch als Schichtbetriebs in der Industrie. Das ist ja sowieso wieder ganz was anderes. Jetzt stellen Sie sich vor, du hast Vorfrühdienst oder Frühschicht, Nachmittagsdienst oder Nachmittagsschicht, Nachtdienst oder Nachtschicht. Das ist ja komplett alles anders in der Sporternährung. Und eine ziemliche Herausforderung übrigens, da eine gute Mischung zu finden. Und was tut mir gut? Bekömmlichkeit. Das heißt, wir Menschen, wir haben die körperliche Ebene, da habe ich die ernährungswissenschaftlichen Kriterien, Energiebedarf, zugeführt über
Kohlenhydrate, Fette. Und Eiweiß, Eiweiß ist ein Baustoff, ist nur in Ausnahmesituationen ein Brennstoff. 1 Gramm Kohlenhydrat liefert 4 Kalorien, 1 Gramm Fett liefert 9 Kalorien. Das heißt, ein Esslöffel Fett, ein Esslöffel Öl und 100 Kilokalorien. Das heißt, wenn ich ein Wiener Schnitzel esse, statt ein Naturschnitzel, habe ich 400 bis 500 Kalorien mehr gegessen, nur weil ich es paniert und frittiert habe. Und das ist nicht wenig. Das Gleiche ist bei einem gebackenen Fisch oder bei einem Backhuhn gegenüber dem naturgebratenen. Ein Esslöffel Öl hat im Schnitt 100 Kilokalorien. Und es ist jetzt egal, ob Sie ein hochwertiges Öl haben, wie zum Beispiel ein Rapsöl oder ein Olivenöl, oder ob Sie einmal eine Butter hernehmen und so weiter. Besonders gute, ich möchte es nur ganz kurz sagen, weil Öl und Fett kommt da heute natürlich nicht vor, aber besonders sehr gute in der kalten Küche bitte zu verwendenden Öle sind das Leinöl, das Walnussöl und das Hanföl. Übrigens auch Hanfprotein im Eiweißsegment sehr gut, aber wenn Sie sich wirklich Gutes tun wollen, bauen Sie jeden Tag entweder ein Walnüsse, Haselnüsse, Walnussöl, Hanföl, Leinöl, eins von D5, täglich, in einer kleinen Menge. Ernährungswissenschaftliche Kriterien, die 13 Vitamine, die 17 Mineralstoffe, die Flüssigkeit. Wie viel sollte man trinken als Nichtsportler? Als Erwachsener, wie viel Flüssigkeit soll ein gesunder Erwachsener am Tag zu sich nehmen? Ja, die 50 Kilo Person genauso wie die 100 Kilo Person. Ungefähr 30 Liter pro Kilogramm. Madame kennt sich gut aus. Es ist nicht falsch. Und es passt für gar nicht wenig Personen. Aber denken wir mal darüber nach, warum brauchen wir überhaupt Flüssigkeit? Erhaltungsbedarf, Temperaturregulator, das entscheidende Lösungsmittel im Körper, Ausscheidungsfunktion für harmpflichtige Stoffe und für Stuhl, Kühlungsfunktion in Form von Schweiß. Es sind mindestens 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. So, 60 Kilo, 30 mal 60, 1800 Milliliter, 1,8. 70 Kilo, 70 mal 3, 2,1 Liter. 80 Kilo, 2,4 Liter. 90 Kilo, 2,7 Liter. 100 Kilo, 3 Liter. Das heißt, mit den 2, 3 Liter, da liege ich schon gut. Aber jetzt wisst ihr es. Es ist 30 Milliliter, bitte für einen gesunden Erwachsenen. Bei Nierenfunktionseinschränkung muss der Arzt die Ärztin das vorgeben. Bei Muskelthemen muss der Arzt die Ärztin das vorgeben. Es gibt auch andere Erkrankungen, wo das nicht passt. Bitte, ich spreche vom gesunden Erwachsenen. 30 Milliliter bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, ohne dass ich außergewöhnlich viel geschwitzt habe. Das ist mal nur der Grundbedarf. Und dann, wie weiß ich als Sportler? Naja, ich stelle mich vorher auf die Waage, ich stelle mich nachher auf die Waage. Aber bitte immer mit der Unterhosen. Nicht, dass Sie jetzt da vorher mit der Unterhosen, dann ziehen Sie Laufband an, dann gehen Sie laufen, alles patschi-patschi nass und dann stehen Sie mit dem patschi-patschi Nasenband drauf und sagen, das ist gar nicht viel. Ja, Körperwiegen und Körperwiegen. Nackt, optimalerweise wäre es am geschicktesten. Und wenn da minus 1,8 noch, weiß ich nicht, 2 Stunden steht, naja, dann wissen Sie, was Ihre durchschnittliche Schweißrate bei 31 Grad sind. Dann haben wir die kognitive Ebene. Ich habe einmal für die Kader-Schachspieler einen Vortrag gehalten, zu sagen, hä? Sag ich, naja, ist eigentlich auch Sporternährung. Ist halt, speise dein Gehirn. Und dann haben wir noch die Emotionen, was ich vorher erwähnt habe. Das darf sein. Ich habe Ihnen jetzt gesagt, einerseits geht es um den Bedarf, um die Ernährungswissenschaftssachen und um das Verträgliche. Das heißt, optimalerweise gehe ich jetzt her und sage, wann, nämlich aus Timing, esse und trinke ich was und warum? Was verfolge ich mit dem? Warum mache ich es? Und so wenig Lebensmittel haben wir ja nicht, gell? Wir haben ja in Österreich tausende von Lebensmitteln im Angebot, wobei ich denke immer in Lebensmittelgruppen. Gewöhnen Sie sich das an. Gewöhnen Sie sich das an. Die Natur ist so großartig. Es ist nichts in einer Lebensmittelkategorie enthalten, was nicht in einer anderen auch enthalten ist. Das heißt, ich kann eins weglassen, weil ich es nicht kann, mag oder darf. Kann, mag oder darf. Wenn ich keine Milchprodukte mag.
oder nicht darf. Warum? Weil vielleicht eine Kuhmilch-Eiweißallergie hab. Der Phyton, was von der Ziege und Schaf, natürlich. Es ist ja das Kuhmilch-Eiweiß als Thema. Ich darf keine Milch und Milchprodukte, weil ich eine Laktoseintoleranz habe. Darf ich dann einen vergorenen Käse von der Kuh? Ja, natürlich. Weil da wiederum ist keine Laktose, kein Milchzucker mehr enthalten. Merken Sie sich, alles, was auf Ose endet, ist prinzipiell ein Zucker, eine Zuckerart. Und da können Sie dann gleich einmal gewisse Lebensmittelanbieter durchschauen, weil die schreiben uns ja nicht auf wie Zucker auf die Zutatenlisten, sondern die teilen das ein bisschen auf, ne? Glucose, Fructose, Sirup und Maltose und Saccharose und Glucose, Fructose, Sirup. Und da denken sie, so viel Zucker ist ja nicht drin. Ne? Aber es sind alles. Ich habe einmal ein Produkt gelesen, da waren 7 verschiedene Zuckerarten drinnen, was aufs Gesamtprodukt bezogen 49,6% Zuckeranteil dann war. Im Prozent. In Österreich gibt es übrigens über 700 alkoholfreie Getränke. Nur alkoholfreie Getränke. Im 0,2 bis 0,7 Liter Angebot. Wenn ich jetzt die verschiedenen Geschmacksrichtungen bitte hernehme. Gell? Also ich muss natürlich desto mehr von allem, so blöd war das nicht, dass man sagt, naja, überall ein bisschen was. Ne? Gemüse, Knollen, da gehört auch die Süßkartoffel, die Patate dazu, da gehört auch die Topinambur, eine Sonnenblumenart dazu, da gehören die Kartoffeln dazu, Hülsenfrüchte. Eisens wieder mehr Hülsenfrüchte. Von den ganzen Linsen bis, ich meine, die wachsen bei uns, Kichererbsen werden bei uns mittlerweile kultiviert. Früher haben die Leute viel mehr mit Hülsenfrüchten gearbeitet, ich weiß auch nicht, warum uns das... Okay, es gibt eine Renaissance, das muss ich auch sagen, aber Hülsenfrüchte sind echt lässig. Gell? Das sind nämlich eigentlich die einzigen Allrounder. Die haben nämlich, außer jetzt in größeren Mengen Fett, alles drinnen. Wasserlösliche Vitamine nicht ganz, aber super. Obst, Getreide, Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Grün, kein Ding. Körner, Hirse, Buchweizen, Polenta, Reis, Quinoa, Amaranth, Kräuter. Es gibt hunderte von Kräutern, die in Österreich wachsen. Nüsse, was wächst bei uns, was fällt bei uns vom Baum? Walnüssen und Haselnüssen. Ja, Cashewnüsse sind schon lässig, aber wachsen nicht bei uns. Bin da ein bisschen mit einem ethischen Hintergrund. Kerne, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsamen, super, super, können Sie in vieles hineinmischen. Öle, habe ich schon gesagt, Fleisch, Fisch, Hühnerei, Milch und Milchprodukte und das bis hier wäre es ja im veganen Bereich. Und wenn ich jetzt hergehe und sage vegetarisch vegan, dann habe ich eine Einschränkung. Wenn ich Lebensmittelallergien habe, dann fällt das jeweilige Produkt weg. Bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten eben auch, weil es gibt ja auch Zöliakie. Da darf ich nichts mit Gluten. FODMAPs, ich weiß nicht, ob Sie von dem schon mal gehört haben, das ist eine recht umfangreiche Ernährungs-, ein Zugang zur Ernährung, wo diverse Kohlenhydrate wie fermentierte, vergärbare Oligodie, Monosaccharide und Polyols weggelassen werden sollten, weil Personen darauf reagieren. Eine Fructose-Malabsorption, eine Fruchtzuckerunverträglichkeit ist, wäre nur das. Weil die Fructose ist ein Monosaccharid. Also FODMAPs, das ist schon aber was ganz was Spezielles, aber ich möchte es im Rahmen so eines Vortrags schon erwähnt haben. So, jetzt haben wir schon gesagt, naja, jetzt ist mal unterschiedlich, wie viel Mahlzeiten ist. Ich darf schon am Abend was essen, gell? Nur manche Personen führen am Abend 40%, 50% des Gesamtenergiebedarfs zu. Das Problem ist nicht das, wenn ich jung bin, dann halte ich das aus. Ältere druckt es. Ja. Aber was wir alle haben, ist eine nicht optimale Regeneration in der Nacht. Ein guter Ansatz wäre zwischen Abendessen und Schlafen gehen 3 bis 4 Stunden. Ein kleiner Snack, der sagt, na, ein paar Nusserl noch oder mein Fußballkick oder was auch immer, ja, aber Zähne auf die Nacht, wenn ich um 11 Uhr schlafen gehe, die Hauptmahlzeit. Es ist nicht gescheit. Sie können und jeder darf alles tun, es ist nicht vernünftig.
Und vor allem von der Fettverbrennung brauchen wir da gar nicht anfangen zum Reden. Außer ich würde, nicht einmal, wenn ich gar keine Kohlenhydrate esse, weil selbst das würde die Fettverbrennung negativ beeinflussen. Insulin im Blut ist sowieso immer das Thema Fettverbrennung runterreduziert. Gell? Also wenn Sie Ihren Körper für sich arbeiten lassen wollen, darf ich Ihnen empfehlen, 3 bis 4 Stunden zwischen Abendessen und Schlafen gehen, zwischen Abendessen und Frühstück optimalerweise mindestens 12 Stunden. Das ist eine gute Form, weil dann haben Sie eine gute Regel. Das kann man machen, das kann man auch im Urlaub machen, weil im Urlaub, dann essen Sie halt um 9 Uhr auf die Nacht noch beim Buffet was, aber wahrscheinlich vor 9 Uhr in der Früh werden Sie beim Frühstücksbuffet schon nicht wieder stehen. Vielleicht machen Sie vorher noch ein bisschen Bewegung, dann trinken Sie mal gemütlich einen Kaffee und dann im Urlaub. Und wenn jemand sagt, nein, um 11 Uhr auf Nacht haue ich mir die Pizza rein und um 6 Uhr möchte ich wieder beim Frühstücksbuffet stehen. Ja, man kann es tun. Regeneration, sehr kurz. Ich gehe da jetzt nicht mehr genau ein, nur auf diese Zahl, bei 5 Mahlzeiten sollte ein Viertel der Tagesenergie beim Abendessen sein. Schauen wir uns das jetzt einmal in Zahlen an. Nehmen wir mal die 3000 Kalorien her. Bei 3000 Kalorien sollte ich 750 Kilokalorien am Abend essen. Ein Frankfurter mit 2 Semmel und einem Bier hat 1000 Kilokalorien. Das lachen ein paar. Aber ihr tat das ja alle nicht, das ist ein Blödsinn. Ich gehe gleich weiter. Übrigens, natürlich stehen diese ganzen Unterlagen Ihnen zur Verfügung. Sie sind ja heute gekommen. Theresa, mit Amma? Sollen wir E-Mail ausschicken? Nein. Liste, E-Mail-Adresse, eintragen? Oder downloaden auf Homepage? Genau. Ich habe es heute bereits zukommen lassen als PDF. Jetzt können Sie alles haben. Ja? Also das, ich bin da nichts neidig. Weil, ich meine, das ist ja schon geschrieben worden von mir. Also von dem her. Wenn wir da jetzt, dann haben Sie nämlich da auch nochmal die Zahl. Bei 2000 Kilokalorien haben wir gesagt, bei 50, 20, 30. 50% Kohlenhydrate, 20% Eiweiß, 30% Fett. Sind wir eben auf ca. 250 Gramm Kohlenhydrate, 100 Gramm Eiweiß und 36. Und glauben Sie mir, 66 Gramm Fett ist nicht viel. Weil ich meine, die durchschnittliche Ernährung des Österreichers ist ja komplett verschoben. Weil jetzt überlegen Sie mal das Butterpackerl in der Früh, ist eh nicht viel. Das musst du eh schon einteilen für 2 Brot. Das hat schon 20 Gramm. Ja, und dann halt das Joghurt am Vormittag. Nur, ganz ehrlich, ich mag die Fettarmen-Produkte nicht gar so. Ich trinke 2 Kaffee am Tag. Mit einem Lackerlmilch. Weil es eh ein Genussmittel ist. Ja, ich kann den eh nicht gesünder machen, wie er ungesund ist. Es ist ein Genussmittel. Ja, da gibt es Leute, die sagen, was, Sie trinken den Kaffee mit Milch? Sag ich, ja, warum? Das ist aber nicht gesund. Dann gehe ich her und sage, ja, haben Sie das Gefühl, dass der schwarze Kaffee gesund ist? Das ist ein Genussmittel. Ja. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, die Magermilch, die gibt nichts her im Kaffee. Natürlich, wenn Sie es jetzt ausrechnen, angenommen, wir essen ein Viertel Kilo Joghurt, also 250 Gramm. Das eine hat 3,5% Fett, das andere hat 0,5%. Sind 9 Gramm Fett Unterschied, mal die 9 Kalorien, haben wir 80 Kalorien Unterschied. Das ist wieder nicht wenig. Also da kann man dann schon sagen, naja, wenn ich mir natürlich da jetzt da vielleicht noch was reintarat, was mir ein bisschen den Geschmack verfeinert, Himbeeren zum Beispiel, dann wahrscheinlich macht da das magere Joghurt einen Sinn. Das gleiche ist beim Topfen. In einem Altersheim setze ich kein Magertopfen ein bei Untergewichtigen. Da nehme ich einen 40%igen Topfen mit ein bisschen Mascarpone. Umgekehrt, bei ein Sportler, der ein bisschen Weightmanagement braucht, dann nehmen wir den Magertopfen. Warum? Weniger Fett, mehr Eiweiß. Warum? 15% Eiweiß habe ich im Magertopfen. Das ist gut. Na? Haferflocken haben übrigens 14% Eiweiß. Gell? Das heißt, wenn ich 100 Gramm Topfen esse, mit 100 Gramm Haferflocken, habe ich 30 Gramm hochwertigstes Eiweiß. Wenn ich da einen Löffel Honig rein tue nach dem Training, dann schauen Sie mal, was ein Eiweißshake kann. Billiger ist es auch noch, gell, übrigens. Als Topferl mit dem Haferflockerl.
Wobei, schauen Sie natürlich, wenn Sie jetzt sagen, ja, hey, ich brauche aber eine gute Stunde zwischen Training und daheim und die Maximal-Eiweißpräsorption ist in der ersten Stunde nach dem Training, ja, dann nehmen wir natürlich das, was verfügbar ist. Da kann dann ein Eiweißriegel, ein Eiweißshake gut sein. Aber wenn ich das Zeitfenster habe, um Lebensmittel auch herzunehmen, dann habe ich schon auch die Möglichkeit, über das Genannte eine sehr hochwertige Eiweißportion zuzuführen. 30 bis 40 Gramm wäre pro Mahlzeit an Max-Eiweiß. Gell? Da haben wir dann drei Mahlzeiten, können Sie da auch genau nachschauen. Ich gehe jetzt da darüber hinweg, weil es ist schon fortgeschritten. Ich meine, ich könnte da noch stundenlang stehen und rein, mir taugt es, muss ich sagen. Ja? Ist so eine coole Location, aber Sie werden dann irgendwann mal sagen, na, jetzt gehen wir, jetzt fangen wir dann ein bisschen zum Quatschen an. Dann hätten wir 30% beim Frühstück, 40% beim Mittagessen, 30% beim Abendessen. Das würde dann aber auch gelten bei dem Intervallfasten, intermittierenden Fasten. Nach deinem, bitte, das ist nicht das Gleiche, gell? 16 zu 8 ist ein Ansatz des Intervallfastens. Es gibt auch andere Ansätze, aber das hat sich halt momentan, es ist gar keine Mode mehr, es ist schon ein Trend, weil eine Mode dauert immer ein Jahr, ein Trend dauert über ein Jahr und es dauert schon länger wie ein Jahr. Für mich wäre es nichts, weil ich gar nicht immer genau, schauen Sie, durch meinen Job, ich muss dort einmal was kosten, ich muss da wo einen Kochworkshop machen, ich kann ja nicht hergehen und sagen, ja, ich mache einen Kochworkshop, aber kosten kann ich nichts, weil ich tue gerade Intervallfasten. Ja, das mache ich nicht. Aber was mir taugt beim Intervallfasten, es ist eine sehr klare Vorgabe. 16 Stunden ist nichts. 8 Stunden ist. Nur in den 8 Stunden muss gelingen, den gesamten Bedarf abzudecken. Und das ist nicht leicht. So habe ich dann schon gesagt. Gell? So, schauen wir gleich einmal nur zum Thema 3000 Kilokalorien. Das sind 146 Gramm Eiweiß. Wenn ich 3000 Kilokalorien Tagesenergiebedarf habe. Wenn ich ca. 20% Eiweißbedarf habe, ich kann mir auch den Eiweißbedarf in Kilogramm Körpergewicht ausrechnen. Der gesunde Erwachsene hat einen Eiweißbedarf von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und alle Personen, die mit einem S anfangen, so wie es mir gemerkt damals im Studium, wenn man so Eselsbrücken braucht, alle mit einem S haben üblicherweise einen höheren Eiweißbedarf wie 0,8 Gramm. Die Schwangere, die Stillende, der Säugling, der hat nämlich mehr wie 0,8 Gramm pro Kilo, nur 3-4 Kilo Zutschkerl, ne? Der Sportler, die Sportlerin, der Stressmensch, Stress ist ein unglaublicher Eiweißräuber, die Schmerzperson, Wundheilung, Verbrennung und der Senior, also chronologisch, schwanger, stillend, Säugling, dann wird er irgendwann einmal erwachsen, dann kann das eine Sportlerin, ein Sportler sein, eine Stressperson sein, eine Schmerzperson sein und irgendwann werden wir halt einmal alt. Ich weiß, ist nicht so lustig ist das nicht, aber naja. Das ist der Kelch, aus dem wir alle trinken. Der Senior hat dann auch einen erhöhten Bedarf, über 0,8 Gramm. Naja, und dann wie viel Eiweiß? Das geht von 1 bis 2 Gramm. 1,2, 1,4 ist im Breitensport durchaus ein sehr gutes Ziel der Eiweißversorgung. Aber noch einmal, ich stelle mir jetzt sicher nicht her und sage, alles soll 1,2 Gramm Eiweiß, das passt schon. Das muss man sich dann wirklich individuell anschauen. Und da hätte man mit dem 3-Mahlzeiten-Prinzip ein Problem, weil ich ja die Resorptionsrate der limitierenden Faktoren im Darm berücksichtigen muss. Also eigentlich alle Studien sprechen dafür, dass maximal 35, mögens 40 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit resorbiert werden kann. Ja, wenn ich nur 3 Mahlzeiten habe, muss ich aber 50 Gramm essen. Ne? Jetzt da gehen wir noch weiter in die Tiefe. Jetzt kann ich hergehen und sagen, na, frühstücken, egal wann. Ich kann jetzt hergehen und sagen, ich esse ein Müsli mit 60 Gramm Hafer, Vollkornflocken, mit 20 Gramm Joghurt, 1,5% Fett, weil du einsparen Dammer. Oder, wenn ich jetzt vegan bin, nehme ich zum Beispiel einen Haferdrink. Oder, wissen Sie, was super passt für Haferflocken? Ein Birnensaft mit Wasser. Vegan, voll lässig, schmeckt voll gut. Haferflocken mit lauwarmem Wasser, so ein bisschen zum Gatscherl machen, ein bisschen Birnensaft. Und da und da lauter gute Zutaten rein. Sonnenblumenkernen, Leinsamen, Hanföl,
bisschen von mir aus Honig, wenn jemand sagt, oder Ahornsirup, kommt jetzt aus Kanada, aber wurscht. Und das, da haben sie so viel drin. Aber nehmen wir daher, was habe ich da ausgerechnet? 50 Gramm Bärenobst, 50 Gramm Banane, Walnüsse, Lein und Hanf, das war nichts, was ich nicht bis jetzt schon erwähnt habe. Habe ich 500 Kalorien und 19 Gramm Eiweiß. Gut, ich kann auch zwei Honigsemmeln oder Marmeladensemmeln in der Früh essen. Habe ich gleich viel Energie. Nur der Unterschied ist, ich habe 6 Gramm Eiweiß und da habe ich 150 Milligramm Magnesium und da habe ich 21. 150 Gramm Magnesium, wisst ihr, was es ist? Die Hälfte vom Gesamtmagnesium. Gesamtbedarf an Magnesium sind 300 bis 350 Milligramm. Das Einzige, was Sie brauchen, ist in Wahrheit eine gute Referenzquelle, und zwar die Dach-Referenzwerte. Merken Sie sich das mit Dach. Geben Sie bitte in eine Suchmaschine ins Internet ein, D für Deutschland, A für Österreich, CH für Schweiz, Referenzwerte. Und Sie kommen auf die Referenzwerte, wo alle Bedarfszahlen für alle Personengruppen evidenzbasiert angegeben sind. Da können Sie genau nachschauen, wenn ich 33 bin und eine Frau, wie hoch ist mein Magnesiumbedarf? Wenn ich 53 bin und ein Mann und Raucher, wie hoch ist mein Vitamin C-Bedarf? Weil das brauchen Sie. Und wenn Sie dann eine Nahrungsergänzung haben, dann vergleichen Sie, was da drin ist. Weil wenn in einer Nahrungsergänzung 30 Milligramm Magnesium drin ist, in einer Brausetablette, ja, das ist lieb, das ist nicht mal ein Zehntel. So würde ich das machen. Und dann brauchen Sie für sich selber nicht mehr viel, dann haben Sie das nämlich. Aber das ist die Referenzwerte. Also so schaut das dann aus. Und dann denke ich mir, dann gibt es aber Leute, die sagen, aber das schmeckt besser. Dann gehe ich her und sage, hast du jetzt den Geschmack entschieden? Ja, aber nur für den Geschmack. Was tut mir gut? Bekömmlichkeit. Das ist natürlich Individualität. Thema Kohlenhydrate. So, ich kann das wirklich empfehlen, weil ich den gesamten Praxisteil für das Buch gemacht habe. Ich bin Tage, Wochen gesessen, um Speisepläne zu entwickeln, wo alle Bedarfszahlen abgedeckt werden sollen. Mit unseren Lebensmitteln, was glaubst du, das war nicht ohne. Und da bin ich einfach auf Lebensmittel gestoßen, weil ich mir gedacht habe, aha, wenn ich das einbaue, dann schaffe ich das da. Aha, wenn ich das einbaue, dann schaffe ich den Wert. Haferflocken, Dinkelflocken, Roggen als Brot, Emmer, Kamut, Einkorn, Polenta, Hirse, Buchweizen, Quinoa, Amaranth, Reis, Gemüse, wenn es reif ist. Es gibt einen genialen Satz in der Ernährungswissenschaft. Alles zu seiner Zeit. Weil unreif geerntet haben wir nur gegessen in Hungerszeiten. Wir haben Gott sei Dank in Österreich keinen Hunger. Weil wir sind ernährungssouverän. Das heißt, wir können uns sogar aussuchen, was wir essen. Was sudern wir denn da immer über Ernährung? Wir können uns aussuchen, was wir essen und trinken. Und vor und während Belastungseinheiten kann ich die schnell resorbierbaren Kohlenhydrate nehmen, Glucose mit dem höchsten glykämischen Index, kleine Mengen Fructose, weil die Fructose nicht unbedingt eine hohe Magen-Darm-Verträglichkeit hat, Haushaltszucker und Maltodextrin wäre super als Energiequelle, wenn Sie ein bisschen zusätzliche Energie brauchen. Wenn Sie sagen, ich habe 4000 Kalorien Tagesenergiebedarf, das ist da easy nicht, dann ist Maltodextrin eine wunderbare Möglichkeit, um Energie in Produkte reinzubringen. Das kriegen Sie in der Apotheke, das schaut aus wie Staubzucker, hat aber nicht die hohe Süßungskraft. Und damit können Sie dann wirklich arbeiten, gell? Was kennt mein Körper? Der glykämische Index heißt, wie schnell steigt der Blutzucker. Der glykämische Load heißt, wie viel Kohlenhydrate liefert mir das Lebensmittel. Schauen Sie, ich bin da vielleicht ein bisschen altvaterisch. Ich liebe Bücher. Es gibt Apps, es gibt im Internet vieles. Das Birchel, es ist eine versteckte Werbung, ich habe keinen Conflict of Interest. Ich stehe in überhaupt keiner Interessensgemeinschaft. Das kostet 15 Euro, da haben es fast alle gängigen Lebensmittel drin, mit den Kalorien, Eiweiß, Fett, mehrfach ungesättigten Fettsäureanteil, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen, Vitamine drin, und dann können Sie genau schauen, okay, wenn ich jetzt 100 Gramm Topfen mit 100 Gramm Haferflocken, hat die Hila da halt recht gehabt, dass ich knapp auf 30 Gramm komme. Also das kann man machen, gell? Dann ist ganz wichtig das zeitliche Ausmaß, desto kürzer der Ess-Sportabstand ist, umso kleiner wird der Speiseplan. Umso weniger sollte man. Weil das Semmel, was ich dann vorher gesagt habe, ist nicht ungesund.
Es ist nur wenig drin. Es ist nämlich ein geschältes Weizenkorn mit Wasser, mit ein bisschen Malz, mit ein bisschen Germ, mit ein bisschen Salz. Also 5 Zutaten üblicherweise. Das ist ja nicht ungesund. Ich meine, das schädigt ja nicht per se. Aber in der Basisernährung würde ich es nicht empfehlen, weil ich sage, da ist halt wenig drin. An Magnesium, an Ballaststoffen und so weiter. Nur kurz vor der Belastung eine super Sache, weil es bekömmlich ist. Ich meine, ich esse ja nicht eine Viertelstunde vor einem 2-Stunden-Lauftraining ein Vollkornbrot. Also ich nicht. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen macht. Ja? Da brauche ich ja was Bekömmliches. Betritische Betrachtung von Low Carb und Superkompensation. Superkation würde bedeuten, ich lade meine Glykogenspeicher eine Woche vor vom Wettkampf noch gewaltig an. Da gibt es das Hardcore-Modell und ein gemäßigtes Modell. Erlauben Sie mir eine Spitzfindigkeit. Die Nudelparty am Abend vor dem Wettkampf ist keine Superkompensation. Es ist gesellschaftlich zu sein. Was ist jetzt gut bekömmlich wiederum? Wenn ich jetzt gesagt habe, ein Semmel vor der Belastung. Also was wirklich aus der Erfahrung heraus mit einem sehr kurzen Esssportabstand zu nennen ist, ist Reis. Bitte ein weichgekochter Reis. Ich persönlich bevorzuge Bio-Basmati-Reis und Bio-Jasmin-Reis. Da gibt es zum Beispiel den Nam Om, den liebe ich. Den könnt ihr so lättig essen. Der potzt übrigens auch. Und was glauben Sie, was ich mir auf dem Berg mit auf ihn nehme? Ich mache mir eine kleine Polenta-Kugel mit gehackten Trockenfrüchten. Und ich mache mir eine kleine Reiskugel. Weil ich habe das erlebt, dass ich am Spikekogel aufgegangen bin, bei ich weiß nicht was von außen, und vor der Hühnerstützen, weil da war schon relativ lang zwischen Frühstück und da jetzt aufgehen müssen, habe ich blau gejausend. Ne? Ja, man spürt es dann eh, was man da gemacht hat. Ich habe es gebüßt. Und dann habe ich es zweimal anders probiert, wie gesagt, mit gekochten Reiskugeln. Da kann man sich ein paar Trockenfrüchte und so, oder man kann auch Haferflocken selber mitnehmen in so eine Art Keksel und so weiter. Und eine reife Banane, ein paar Schwarzbeeren und da haben sie einfach einen Antrieb auf. Reis, Kartoffeln, Nudeln, aber nicht mit einer Pasta-Schotter-Sauce. Weil da habe ich eine Zwiebel drin, da habe ich einen Knoblauch drin. Ja? Sondern mit einer leichten Paradeissauce. Polenta, Grieß, Biskuit. Gedünstetes Gemüse, da gibt es ganz bekömmliches Gemüse. Von A wie Aubergine bis Z Zucchini. Ein paar haben eh vorher geknickt mit Paprika, Gurken. Ich glaube, ich brauche beim Gemüse eh nicht wirklich näher das. Bärenfrüchte, Banane. Aufpassen, große Volumen vor Belastung bitte nicht. Also Salat, großes Volumen nein. Gemüseplatte nein. Also alles, was so ist. Aufpassen, also bei Salatmarinaden würde ich Ihnen empfehlen, entweder nur ein paar Tropfen Öl oder wirklich die klassische Joghurtdressing mit Petersilie. Kohlkraut, Hülsenfrüchte, so toll sie sind, Zwiebel, Lauch bitte, kurz vor Belastung, nein. Beim Obst, da können Sie dann genau nochmal nachschauen, wenn Sie das interessiert. Apfel, Banane, Beeren, auch die reife Honig- und Zuckermelone, kleine Stückerl sind sehr erfrischend, allgemein ungünstig, Kirschen, Zwetschgen, solche Sachen. Vor Belastung, ich rede jetzt rein vor Belastung. Jetzt werden Sie sagen, hey, gestern, der Djokovic in Wimbledon, der hat gewungen, der haut sich aber die Feigen und Datteln rein. Ja, eh? Ich vertrage es auch. Man muss das selber ausprobieren. Aber in der Literatur werden Sie Feigen und Datteln eher in der Kategorie ungünstig finden. Aber probieren Sie es. Ich mag es sehr gern, es ist ein sehr guter Kaliumlieferant übrigens auch, den man ja auch verliert beim Schweiß. Dann haben wir. Bei günstig Karotten, Zucchini, Kürbis, Fenkel, rote Rüben gekocht und ungünstig Paprika, Gurken, Kohlrabi, Zwiebel, Knoblauch, Lauch und auch die Hülsenfrüchte. Bitte aufpassen zusätzlich im Thema FODMAPs und Lebensmittelallergien und Lebensmittelunverträglichkeiten. Und dann könnte man da noch hergehen und sagen, was ist sonst noch ungünstig? Vorbelastung, Milch sollte nicht getrunken werden. Kohlensäure, gar nicht gut, Vorbelastung. Aber auch so Blätterteig, Germtag, ich glaube, das liegt irgendwie auch in der Sache des Hausverstandes, dass man sagt, naja, man so ein Germtag-Striezel mit einer Feigen-Zwetschgen-Marmelade, vielleicht nicht ganz so gut, ne, als wie ein Semmerl mit ein bisschen an mageren Schinken. Wenn man den Schinken mag, und sonst dann nimmt man ein veganes Produkt.
Thema Kohlenhydrate während der Belastung. Also wir haben jetzt da Basisernährung, wir haben jetzt vorher, jetzt gehen wir ganz kurz in die Belastung ein. Das ist individuell, ab wann jemand Energie braucht während der Belastung, üblicherweise ab 2, 2,5 Stunden. Also alles, was kürzer wie 2, 3 Stunden ist, braucht es eine Flüssigkeitsversorgung, eine Wasserversorgung oder eine hypotone, isotone Getränkeversorgung. Wenn man mehr wie 2, 3 Stunden, dann sollten 40 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zugeführt werden. Ganz einfach gegangen das über isotone Getränke, da bringst du aber nicht ganz so viel Flüssigkeit ein, wie beim hypotonen Getränk. Deswegen zusätzlich bitte gelfrei bei Bananen. In der Sporternährung definieren wir sogar die schwarzen Punkte der Banane, um zu sagen, das ist eine gute Sporternährungsbanane. Gell? Also, ja. Es wird eine reife Banane sein mit ein paar braunen Punkten und Fleckerl. Man merkt es eh beim Essen, aber überreif ist auch wieder nicht gut. Energieregel, Müsliregel, da bitte immer auf den Zuckergehalt achten, auf die Zutatenliste schauen, was ist denn da sonst noch alles drinnen. Denken Sie an die Zusatzstoffe. Ja? Gels, geschältes Abfall und weitere bekömmliche Lebensmittel. Ich war in Wörschach beim 24-Stunden-Lauf zweimal dabei, einmal im Support, einmal in der Megastaffel. Da hat es eine Frau gegeben aus den Niederlanden, die hat nur Suppe und gekochten Reis gegessen die 24 Stunden, weil die anscheinend auch Kassierse war. Die hat eine super, super Kilometerleistung hingelegt in die 24 Stunden. Nur die ist uns im Ziel auch nicht stehen geblieben, die ist einfach weitergelaufen. Also die war schon so im Tunnel. Die war programmiert, laufen. Und die ist gelaufen. Also das ist unglaublich. Geh im Ziel dann. Ja, ich meine, 24 Stunden laufen, unfassbar. Unfassbar. Nachbelastung. Naja, Glykogenspeicher sind üblicherweise entleert. Deswegen Hyperton, also ein bisschen mehr gelöste Stoffe. Sollte aus kurz- und langkettigen Kohlenhydraten sein, ca. 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht in der ersten Stunde. Das heißt, bei 70 Kilo um die 70 Gramm. Kann man nachschauen. Kann man jetzt hergehen und sagen, naja, was hat jetzt eine Banane? Aha, die Banane hat so viel Kohlenhydrate. Was ist, wenn ich mir da noch ein bisschen so einen Zucker rein tue? Oder überhaupt, Sie dürfen ja irgendein Cola-Getränk bitte schon nach dem Spur trinken. Warum denn nicht? Ja. Ich meine, da kann ich schon einmal was machen, aber das ist halt eine reine Genussgeschichte. Bei Appetitlosigkeit, das merkt man schon oft bei den Athletinnen und Athleten, dass die komplett fertig sind und gar nichts reingeht. Da musst du halt dann mit Kohlenhydratlösungen arbeiten. Und eventuell zusätzliche Proteingabe im Verhältnis Kohlenhydrat zum Eiweiß individuell vom Sport. Abschließend, Thema Flüssigkeit. Darf ich dann herrichten? Ich glaube, ich bin jetzt da schon am Schluss, dass sehr viele Athletinnen und Athleten, die sich so viel vorgenommen haben, die den Wettkampf angefangen haben und nicht finishen, was eh emotional, psychisch schon mal ist, auch deswegen, weil sie zu wenig oder das Falsche getrunken haben. Das glaube ich. Ich habe es gesehen. Es ist kalt. Riesenthema. Was ist das optimal? Was ist die optimale Temperatur für ein Getränk, Sportgetränk? Naja, das wären jetzt da 36 Grad, das ist schon ziemlich warm. Lanzas, und das finde ich immer spannend, wenn die Leute ein gleich kaltes Mineralwasser wickeln trinken. Lanzas, ich das einmal nur am Hand drucken. Und schauen Sie einmal, wie das tut. Und dann überlegen Sie, was das für den Magen bedeuten könnte. Dass es mir angenehmer scheint, in einer gut lauwarmen Temperatur, 14, 16, 18, 20 Grad. Okay? Dieser Leistungsrückgang im Sport, das ist unfassbar, wie stark das eben mit der Flüssigkeitszufuhr zusammenhängt. Wasser kann ein gutes Getränk sein, Resorptionsrate 600 bis 700 Milliliter pro Stunde. Das ist nicht schlecht. Optimalerweise nicht ein halber Liter, sondern 200, 250 Milliliter. Also nicht nur, manche so zitzelweise, sondern ich kann mich schon beladen mit 200 Milliliter, aber
600, 700 Milliliter mit Wasser, Resorption ist ohne weiteres möglich. Also Wasser ist ein sehr gutes Sportgetränk, wenn man sogar so erwähnen möchte. Der Unterschied zwischen Hypoton, Isoton und Hyperton ist die gelösten Stoffe in der Flüssigkeit, im Wasser. Beim Hypotonen, und maßgeblich ist immer die Blutlösung, im Hypotonengetränk haben wir etwas weniger als im Blut, beim Isotonen haben wir gleich viel und beim Hypertonen haben wir mehr gelöste Stoffe als im Vergleichsblutplasma. Die Kohlenhydrate im Getränk, das Natrium im Getränk und die sonstigen Inhaltsstoffe werden wir uns in weiterer Folge dann in der Diskussionsrunde anschauen. Ich bedanke mich jetzt einmal für Ihre Aufmerksamkeit und wir haben da zwar selbstgemachte Getränke für Sie hergestellt. Herzlichen Dank auch an Service. Das eine ist rein nur mit Wasser hergestellt, mit verschiedenen Zuckerarten und mit 1,5 Gramm Kochsalz, weil das Natrium ein entscheidender Faktor ist. Und das andere ist kühlend als Pfefferminztee. Nutzen Sie die Kräuter in der Sporternährung. Im Winter können Sie mit Gewürznöcken arbeiten, mit Zimtrinden arbeiten, wärmend, mit Rotbuschtee arbeiten. Im Sommer arbeiten Sie mit was Kühlendem, Pfefferminz, kühlend und aktivierend. Nur trinken Sie bitte im Pfefferminztee nicht zu viel am Abend, weil der pusht. Sie schlafen dann ein bisschen schlechter. Sie können einen Grüntee nehmen, Sie können Schwarztee nehmen, natürlich. Aber ich würde eher mit Kräutern arbeiten, weil ich dadurch die bioaktiven Substanzen Flavonoide und Co. auch noch zusätzlich hätte. Wir verkosten einmal. Herzlichen Dank inzwischen. Prost!